Der Autobild Pflegeratgeber, powered by Sonax. Die Schutzschicht des Autos ist der Lack und der ist empfindlich. Insekten, kleine Steinchen, Teer, das alles setzt ihm zu. Bernd Volkens, Autobild-Mitarbeiter im Ressort Ratgeber, zeigt, wie sie müden Lack wieder zum Glänzen bringen. Nachdem wir eine gründliche Handwäsche gemacht haben und der Wagen getrocknet ist, geht es jetzt um die Feinarbeit. Man sieht hier schon Unebenheiten, das kann man ganz schön hier mit so einem Zellophanpapier von der Zigarettenschachtel spüren. Und weil wir gründliche Menschen sind, werden wir die jetzt mit einem Spezialmittel entfernen. Insekten, alte Wachsrückstände, Teer oder Baumharz können einfach entfernt werden. Mit Sonax Extreme Spray and Clay erreichen Sie eine optimale Reinigungswirkung. Das Gleit- und Reinigungsspray aufsprühen und dann mit der Clay in kreisenden Bewegungen den Lack behandeln. Richtig ätzend für den Lack sind Vogelkot und Baumharz. Knallt so die Sonne aufs Blech, dann brennt sich dieses Zeug richtig rein in den Lack, führt zur Aufquellung und das heißt, das muss echt schnell runter. Das kann man mit einem feuchten Tuch machen, wenn man eins dabei hat, hat man meistens nicht. Dann hilft ein Baumharzentferner, wenn man es ein bisschen später runterbekommen will und das geht eigentlich ganz gut. Baumharz ist extrem hartnäckig und kann auf dem Lack unschöne Flecken hinterlassen. Sonax Baumharzentferner entfernt die Rückstände einfach und schnell und ist auch auf Glasflächen mit dem Sonax Insektenschwamm anwendbar. Der Vogelkot ist weg, das Harz ist runter. Wenn man jetzt mal hier rüber fest das fährt, das ist wirklich jetzt glatt. Jetzt ist der Lack optimal vorbereitet für den nächsten Schritt. Jetzt können wir an die Politur gehen. Der Autobild Pflegeratgeber, powered by Sonax.